Ja, diesen Panzer haben wir schon länger nicht mehr gesehen und dann dachte ich mir, das ist doch mal wieder ein schöner Anreiz, den zu zeigen. Und dementsprechend habe ich mir den Sturm Emil von Serbien Chunky rausgesucht, Kaltes Mugovanka. Und wir werden hier so ein kleines, schnelles, feines Gefecht zeigen können. Und gerade bei dieser Reihe, da zeigt man ja dann doch gern so als YouTuber den Rheinmetall, den Waffenträger und jetzt natürlich auch die Grille. Aber den Sturm Emil, den unterschlägt man ganz gerne. Und das will ich heute mal wieder ändern und zeigen, doch, der kann auch was. Der hat nämlich hier mit seiner Kanone ganze 231 Durchschlag bei 490 Schaden. Das ist schon aller Ehren wert und man sieht, wie er ihn spielen wird. Wahrscheinlich eher von hinten mit Fernrohr und Tarnnetz. Achter, Siebener, Sechser Gefecht, also von dem her ideal für ihn. Und der Richtbereich ist so ein bisschen das große Manko. Man sieht, nach ganz links ist die Kanone schon. Das ist einfach sehr überschaubar, so wäre es rechts in etwa. Also wirklich der Richtbereich minimal. Dafür kann er den Rüssel, also die Kanone, nach unten gut senken. Vielleicht sehen wir das jetzt auch gleich. Das ist auf jeden Fall so eine der Stärken, die man auch ausnutzen sollte mit dem Panzer. So. Hier jetzt der KV-85 und der erste Treffer macht ihn dann gleich mal weg. Das war ein kurzes Gefecht für den KV. Da sind ganz schön viele Spieler. Jetzt will er sich so orientieren, dass er da vielleicht innerhalb des Busches dann erscheint. Alle Gegner gerade zu, keiner gespottet, auf den er schießen kann. Da jetzt vielleicht der VK. Nee, das klappt noch nicht. Jetzt aber. Da, sattes Ding. Das ist halt einfach schon, der Schaden ist schon sensationell. So. Und auch hier. Er supportet hier sein IS-3 wirklich stark, muss man sagen. Das machen die beiden hier mit diesen Wirken aus dem Hinterhalb. Weil die Leute wollen hier immer draufdrücken und bekommen dann die Schellen von der Seite. Und das sind sehr unangenehme Schellen. Also der Jagdpanther und der Sture Emil supporten hier nach bestem Gewissen. Und auch da nochmal sattes Ding. Aber leider irgendwann ist auch mal für den IS-3 Schluss. Der Jagdpanther wirkt hier auch super. Jetzt ist er mittlerweile offen, muss also sich da ein bisschen zurückziehen. So, nee, der nicht, aber hier, ja, der steht doch perfekt. Und der wartet nur drauf, hier zwei satte Kellen zu bekommen. So, jetzt auf den T34, naja. Und der KV fährt nach vorne, dann nimmt man halt den KV. Ist doch auch schon wurscht. 8 zu 10 hier gerade der Stand. Aber er kommt da jetzt einfach. Er kann hier super in der Runde wirken. Und wirklich, eigentlich so jeder Schuss, den er schießt, ist auch gleichzeitig ein faustdicker Schlag ins Gesicht des Gegners schon fast. Oho, und das Munitionslager ist da weg. Und jetzt der FCM, da muss man natürlich aufpassen. Munitionslager weg. Er ist jetzt alleine gegen den FCM. Ah, der macht jetzt natürlich schon da den unangenehmen Schaden. Kommt jetzt hier drauf. Aber der FCM braucht noch zwei Schüsse. Jetzt noch einen, dann macht er ihn weg.
Jetzt hat er ihn nochmal erwischt. Jetzt, wenn der FCM noch einmal trifft, dann war es das für ihn. Der FCM schießt drüber. Ja, ist denn das die Möglichkeit? Jetzt traut sich der FCM nicht mehr. Er ist jetzt auch der Letzte in der Runde. Jetzt fährt er weg. Und jetzt stellt er wiederum hier nach. Wer kriegt den FCM? Das ist jetzt die Frage der Fragen. Wer kommt jetzt hier drauf? Oh, jetzt verschießt er daneben. Schade, schade. Jetzt wird sein Team da klar machen. Und genau so ist es. Also bis auf nur 2 Kills, muss man sagen. Das ist ansonsten eine super gute Runde. War in 5 Minuten 21 hat er sagenhafte 5448 Schaden gemacht. Also aller Ehren wert. Super geile Runde. Hat mir Spaß gemacht, den sturen Emil wieder zu zeigen, zu kommentieren. Ich hoffe, euch ging es ähnlich. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.